Hey! Na? Es hat geklappt, Wahnsinn. Wie geht's dir denn? Jetzt gut. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mann. Das war, wo warst du? Das willst du gar nicht wissen. Ich glaube, ich bin 38 Stunden unterwegs gewesen. Ich bin echt fix und fertig. Das glaube ich dir. Aber du siehst gut aus. Du siehst toll aus. Du siehst super aus. Du siehst sehr gut aus. Oh Mann, okay. Und wann bist du da angekommen? Ich bin jetzt gerade hier in diesem kleinen Hamsterkäfig-Hotel. Das ist echt mega klein. Ich weiß nicht, wie ich hier 14 Tage aushalten soll, aber naja. Immerhin zurück. Ja, ich weiß es gar nicht, wo ich überall war. Das Schlimmste war, ich hatte 18 Stunden Aufenthalt in Bahrain. Das war so schrecklich. Konntest du dich da... Du traust dich auch nicht zu schlafen, weil du denkst dir irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Vorteil, aber du willst ja da nicht einschlafen und dann sind ja deine Sachen weg oder so. Ne? Konntet ihr euch bewegen? Also, oder ich meine... Ja, auf dem Flughafen schon. Also, na, ja, ich meine, mit dem... Niemand mit Mundschutz rum. Nö, gar nicht. Also, habe ich auch gedacht, naja, irgendwie merkwürdig. Wie geht's dir? Du siehst müde aus. Boah, ja. Also, danke. Entschuldigung, was sagen? Mann, ich habe mich so auf dich gefreut, verdammt nochmal. Jetzt kommt diese Krise dazwischen. Du warst ewig nicht da und ich dachte, wir werden den ersten Abend miteinander verbringen. Ich habe mir so viel überlegt. Ich meine, es ist ja auch alles zu. Unser Restaurant ist zu. Man kann nirgendwo ausgehen mehr. Hier geht gar nichts mehr. In Indien ist voll schlimm. Totaler Lockdown. Also... Und ich bin nur noch im Krankenhaus. Es ist unglaublich. Ja. Und ist schon richtig schlimm? Also ja, habt ihr viele Corona-Patienten oder wie? Ja, es ist gar nicht. Es geht. Ja, Corona ist halt allgegenwärtig, weißt du. Aber man ist so gelähmt, weil jeder Beinbruch, jeder Schnitt in den Finger wird halt ewig aufgehalten, weil du die ganzen Sicherheitsmaßnahmen anhalten musst. Wenn da jemand ohne Mundschutz reinkommt, dann wird der erstmal ausgesondert, dann wird so ein Test gemacht. Du bist so süß, wenn du dich so aufregst. Ah, nee, es ist ganz furchtbar. Und eine Schicht nach der nächsten, weißt du, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Es ist laufend. Ich bin gestern, ich weiß gar nicht, wann ich heute zu Hause war. Ich glaube 2 oder 3 Uhr morgens. Oh. Und ich muss gleich wieder los. Oh nein, jetzt schon? Ja, ich dachte, wir hören uns ein bisschen. Ja, voll gar nicht. Du warst weg und auf einmal ging es so peu à peu immer weiter runter. Also sprich, wir hatten ja ein bisschen was vor, weißt du, und ich wusste, wenn du jetzt wiederkommst, dann wird das alles super. Und wir haben uns ja auch ein paar Sachen ausgemalt. Ich meine, ich habe dich ja gar nicht mehr erreicht, oder wir haben uns ja gar nicht mehr erreichen können, du in Indien, und dass du überhaupt wiedergekommen bist. Diese unglaublich. Und dieses Netz dort ist wirklich eine Katastrophe. Yes, das ist ja wirklich, aber es ist halt auch nicht Europa, ne? Also es ist einfach, wie es ist, ja. Mann. Aber das tat ehrlich gesagt auch mal ganz gut. Also nicht, dass ich dich nicht vermisst habe, aber allein diese Zeit im Ashram, wirklich, wenn du so dich nur so auf dich besinnst und dieses ständige Yoga und also es hat mir echt schon super gut getan. Das glaube ich. Ich glaube, sonst würde ich jetzt dieses hier auch nicht überstehen. Also ich bin gerade, habe das Gefühl, ich ruhe echt so in mir. Das ist voll schön. Ich bin so total zur Ruhe gekommen. Also ja gut, der Rückflug hat es ein bisschen kaputt gemacht und so, und auch das war so unsicher da. Und ich wusste überhaupt nicht, wann ich fliegen kann. Dass du überhaupt geflogen bist, ein Wahnsinn. Ja. Du blondes Mädchen in Indien, ey, dass dir da nichts passiert ist und du wieder da bist. Endlich. Aber dass du jetzt 2 Wochen in Quarantäne ist, das doch okay. Ich könnte mich erschießen. Das gibt's doch gar nicht. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte. Ich komme ja nach 2 Wochen wieder raus. Das ist ja nicht lebenslänglich hier, ne? Naja, aber ich habe das Gefühl, du bist wie ein Geist. Ich weiß gar nicht, ich würde dich so gerne mal wieder fühlen, riechen, mit dir aufstehen. Ich glaube, jetzt rieche ich gerade nicht gut. Sei froh, dass du mich nicht riechst. Ich muss erstmal unter die Dusche. Oh Mann. Okay, wollen wir das so machen? Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder da bist, aber kann ich... Du musst das. Ja, ich versuche dich nachher nochmal anzurufen, entweder direkt, wenn ich da eine Pause habe, oder spätestens morgen. Ja. Okay. Ja? Ja. Okay. Ich melde mich, okay? Ja, mach das. Bis später. Schön, dass du wieder da bist. Finde ich auch. Ciao. Ciao, Leo. Ah.